Und Das will ich ja so gar nicht sagen, aber sie war, glaube ich, nicht ganz uninteressant. Schreibt es mal in die Kommentare, ob das interessant das wurde. heißt, du bist der Meinung, dass Es ist ein nur Autospiel. Mercedes Nein, kaufbar das will ich ist. ja so gar nicht sagen. Es gibt sicherlich natürlich viele andere Marken und Aber nur Entschuldigung. vielleicht. Nein, aber ich persönlich präferiere deutsche Marken. Präferieren, nicht präferieren, mal ganz normal. Ja, Mein Gott! präferiere. Wer sagt denn präferiere? Ja, am besten sagt es gar keiner, weil das Wort sagt. Also ich. Das sagt keiner, ich weiß. Ja, das ist. Du hast auch ein Fachwort benutzt, dann darf ich das auch. Ja, hör mal, das ist ja alles ein bisschen transitiv, was ich hier mache. Du machst das ja so ein bisschen Freestyle, ne? Ich präferiere deutsche Marken. Weil Das das Wort war's. transitiv da gar nicht reingepasst hat, aber das hat einfach Ford ist voll ja auch auf die eine Welt deutsche geklungen. Marke. Mehr oder weniger. Ja gut, Auch mit was du hier einem so, was Teil. du. Verdammt, Mensch. Was du hier so kriegst, ist natürlich, Scheiße, Mensch. Also Ich nicht weiß. Scheiße, nein, ich habe einen Unfall gebaut, deswegen Scheiße, um Gottes Willen, nicht Ford. Eine amerikanische Marke gibt es, die ich mag, und das ist Tesla. Mit meinem Lieblingsauto, ne? Das ist dein Lieblingsauto, der Tesla. Ja? Ich habe gerade jemanden umgefahren in dem Moment, wo du Tesla gesagt hast. Der Tesla ist dein Ja. Lieblingswagen? Gleich ist der nächste fällig, hör auf. Dann wissen wir jetzt, dass der Nein, das, nein, Tesla. nein. Also ich persönlich finde das ist eine tolle I. Der fährt einfach auf die falsche Fahrbahn. Das ist eine tolle Idee mit so einem Auto, aber ich persönlich finde es nicht gut, wenn die dann selbst fahren würden. Finde ich meine Meinung. Wieso Tesla? Das ist ein Elektrowagen. Ja, aber der soll irgendwann auch mal allein fahren. Der kann ja auch Ja, allein fahren. irgendwann. Wenn alle alleine fahren, fährt er dann alleine. Aber trotzdem, Hoppla. weil da habe ich jetzt auch Videos gesehen, wo der noch wirklich schon Strecken alleine gefahren ist, da wie diese, wie das Auto, von dem du da immer erzählst. E-Klasse oder S-Klasse oder was? Ja, S-Klasse? auf jeden Fall, da was davon selbst fahren kann. S-Klasse fährt bis 60 km/h selber. Ja, und das ist natürlich eine tolle Idee, nur. Also der Mercedes-Chef sagte mal, er will nicht nur noch, also in 100 Jahren oder so will er nicht, dass nur noch selbstfahrende Autos rumfahren. Er will immer noch, dass es Autos gibt, die man selbst steuern kann. Und das finde ich auch richtig so. Ja, das fände ich auch gut. Also wenn das so ist, dann Sonst können wir auch Bus und Bahn fahren. ich meine, es ist ja immer so eine Sache, ne? Ob Leute sich oder besser gesagt ihr Leben einer Maschine anvertrauen, ne? Und einem Computer. Sicherlich. Nur mit dem kleinen Haken, wenn Leute wissen würden, was im Flugzeug überhaupt alles noch der Pilot macht, ja, dann Ja, würden die der wahrscheinlich auch nicht Wichtigste. mehr mitfliegen. Ja. Wobei das hat natürlich noch gut, das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen was anderes, ne? Es ist natürlich anders, aber eine U-Bahn zum Beispiel, die ist ja auf Strom im Prinzip angewiesen. Und Strom ist ja auch Elektro und Elektro ist ja im Prinzip auch gefährlich. Benzin ist alles ist dann gefährlich, wenn das so ist. Eine Maschine ist gefährlich, aber genauso ist Benzin auch gefährlich. Kann sich leicht entzünden im Auto und dann bist du auch weg vom Fenster. Alles ist gefährlich. Also sagen wir mal so, bei einem Auto weiß ich, wenn es automatisch fährt, die Welt ist überall anders, ne? Und das kann ja je nach Gegebenheiten immer anders sein. Und ob das Auto wirklich damit klarkommt und dafür dann ausgelegt ist, ist dann so mein Zweifel, ne? Dass du bei einer Straße, wo dann die Markierungen schlecht sind und dann auch noch bei Nebel und bei Regen, ne? Und bei Feuchtigkeit und dann auch noch bei extrem viel Verkehr, da sind meine Zweifel dann groß, dass das doch klappt. Der orientiert sich immer an Vordermann, falls da keiner ist, orientiert sich an der Streckenbegrenzung, falls das auch nicht ist, orientiert er sich an GPS und an den Kameras, halt wo er hinfährt, wenn ein Kaktus steht vor dir, werden die Kameras sehen, fährt er dran vorbei und orientiert sich weiter am GPS. Also das ist eigentlich alles so reif. Ja gut, das ist natürlich immer so eine Sache. Also das ist natürlich auch nicht richtig ausgereift, das kommt natürlich dazu. Ja. Aber wenn du jetzt guckst in einem Flugzeug, da sitzt immer noch, also, oder besser gesagt, zwei Leute daneben, die jederzeit eingreifen können. Und ein Flug, der ist jedes Mal gleich, wie der funktioniert. Du hast jedes Mal die gleichen Das ist richtig, ja. Gedönssachen bei Start und Landung und das hat sich über die letzten Jahre so ausgepfeilt, dass da was schief geht. Dass du jetzt auf dem Weg zum Aldi da ums Leben kommst, ist viel höher, ja? Dass du im Lotto gewinnst, ist noch niedriger die Chance. Aber ja, das ist ja das Leben im Prinzip. Es gibt immer Gefahren und es gibt immer Glücksmomente. Es gibt immer. Also, das kann ja niemand sagen. Wer weiß, ob ich morgen von der U-Bahn überfahren? Wer weiß, keiner. Kann passieren.
Ja, ich will da auch nicht sagen, das wird nicht passieren. Nachher also heißt es noch, ich hätte ja wieder Sachen hervorgesagt. In Gefahr leben ist immer eigentlich eine schlechte Sache, weil passieren kann immer was. Jetzt könnte ein Komet auf die Erde stürzen und wir sind weg vom Fenster. Wer weiß das schon? Ja. So darf man nicht. Aber was ich damit sagen möchte, mein Vertrauen in ein Flugzeug, wo ne, das ja alles hervorsehbar ist. Eine Landung ist überall gleich. Ja? Prinzipiell also. Ja, es sei denn, es gibt natürlich kurze Landebahnen. Ja, ja, gut, aber vom Grundprinzip, wie da so ein Anflug eingeleitet wird, das ist natürlich je nach Gegebenheiten ein bisschen anders, aber vom Grundgestricke ist das gleiche. Nur beim Auto, finde ich, ist die Welt ja so vielfältig überall und mit den Straßen, dass es natürlich irgendwo auch mal aussetzen kann und nicht richtig funktioniert. Das kann natürlich passieren. Ne? Und dann hat Oma mal vergessen, die Karte im Auto zu updaten und dann fährt der Wagen in Fluss, ja? Ja, aber auch beim Flugzeug kann das ja passieren, ne? Ja gut, da auch nur. Fängt ein Triebwerk aus und keine Ahnung, dann... Ja, nee, das ist wahr, ne? Ja, aber das ist immer die Sache dran. Nur, also ich würde im Flugzeug mehr vertrauen als einem selbstfahrenden Auto. Ja, aber die Technik sagen dir selber, sonst könnten die das wahrscheinlich gar nicht auf den Markt bringen, weil Deutschland ist ja auch ein sehr, sehr sicheres Land. Ja. Die haben es ja jetzt. Ich meine, wo Bananen nur eine gewisse Krümmung haben dürfen, da fährt auch das Auto wahrscheinlich. Und die Gurken, ne? Das wurde es jetzt nicht abgeschafft, das Gurkenkrümmungsgesetz, oder wurde das nicht ein bisschen zurückgelehnt, irgendwie so von so einem Krümmungsgrad ein bisschen runtergeschraubt? Also ich bin der Meinung, es gibt momentan andere Sorgen. Als die Krümmung von einer Gurke oder von einer Banane, aber das ist dann egal. Das ist traurig, ne? Dass man sich um sowas kümmern muss. Um eine Krümmung einer Gurke. Das ist Essen. Anderswo fliegt alles um die Ohren. Ja? Wir schmeißen krumme Bananen oder krumme Gurken weg. Und dann heißt es wieder irgendwo anders hungern sie, ne? Ich verstehe es aber nicht. Aber pass auf, Nico, wir sind jetzt schon eine Folge weiter wieder. Ich weiß, wir und sind... pass mal auf, wir können jetzt mal ab sofort eine neue Projektreihe einführen, und zwar Diskussion. Ja, aber weißt du, ganz ehrlich, was wir mal machen können, wenn du Lust dabei hast, wir könnten wirklich mal so einen Podcast machen. Wir können mal gucken, die Idee finde ich nicht schlecht. Wollen wir einfach mal 2 Stunden quatschen oder so und das dann aufnehmen und hochladen. Ja, nee, das können wir gerne mal machen. Die Leute in den Kommentaren können ja gerne mal schreiben, was sie davon halten. Was ist da für ein Krach? Ach, das ist hier im Spiel. Ja, gut, Nico. Also ich hatte ja eben schon gesagt, ne, Finanzierungskram, da könnt ihr zu ihm gehen. Wenn ihr ein Let's Play schauen wollt, dann könnt ihr zu mir gehen. Und bei mir gibt's nur Let's Finanz und so. Ja, und Let's fahr alles kaputt. Ja, ja, also da, ist ganz gefährlich. Du hast ja so ein halbes Abrissunternehmen bei dir, ne? Ja, ja. Egal was, ne? Ich hatte auch schon mal eine Omsi-Folge, wo ich eine Mauer kaputt gefahren habe. Bei Omsi? Ja. Ich wusste gar nicht, dass man die umfahren kann, aber gut. Nee, nicht die Berliner Mauer, sondern da war so irgendwie in Gladbeck so eine Wand und da bin ich voll gegen gefahren. Ich habe die auch nicht umgefahren, aber ich bin halt dagegen gefahren. Na gut, voll also, wer weiß, was da vor 25 oder 26 Jahren wandert, war, ne, 27 Jahren. Was da passiert ist beim Mauerfall, ne? Vielleicht hast du die kaputt gefahren, ich weiß nicht. Vielleicht im vorherigen Leben, wer weiß das schon. Ja, man weiß nie, ne? Wahrscheinlich. Pass auf. Herrgott, das kannst du dir aufheben für den Dings-Podcaster. Jo. An der Stelle machen wir dann Schluss. Vielen Dank dann, dass du jetzt in dieser Aufnahme dabei warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und jeden hier wohl beraten hast. Ja. In allen Sachen, ne? Egal ob Finanzierung oder Autokauf allgemein oder welche Marke gut und schlecht ist. Ja, das sage ich ja nicht. Das könnt ihr alle selbst entscheiden. Aber, ne? Es ist eine Meinung gewesen, was hier gerade repräsentiert wird. Das ist wirklich nur eine Meinung und keine Aufforderung. Das ist ganz wichtig. Ist halt so. Und das waren auch keine Tatsachen, die wir gerade auf den Tisch gelegt haben, sondern das waren... nee, na eben nicht. Das waren Meinungen und Anregungen zum Denken. Ja, aber das finde ich ja wichtig. Jeder sollte seine eigene Meinung haben und man sollte sich jetzt nicht beeinflussen lassen, nur weil ein Mensch so irgendwie was sagt. Wie findest du eigentlich, wie heißt das, Renault? Ja, damals hat man ja immer gesagt, das sind Müll. Ich würde nicht unbedingt sagen, das ist Müll, aber ich würde, ja, das ist halt, vom Design her finde ich die nicht unbedingt schlecht, aber von der Technik
vertraue ich Renault irgendwie nicht so wirklich. Also bei mir ist es so, ich fand früher, weiß ich nicht, ne, aber heute vom Design ist das okay, nur ich weiß halt nicht so innen drin, ne, und also mit dem System, ob man dem vertrauen kann. Das ist ja so eine Sache wie bei Citroën. Citroën hat ja alles an Ausstattung. Ja, du hast angefangen. Das war jetzt eigentlich nur ein Beispiel, was ist, also so ein Beispiel dafür, wenn ich einfach mal mich beeinflussen lasse von deiner Meinung. Du darfst damit auch nicht anfangen. Nee, das soll ich ja nur demonstrieren. Genau das, was ich gerade simuliert habe, sollte man da nicht machen. Man sollte sich seine eigene Meinung darüber bilden. Sag mal, sind wir bei irgendeinem Coaching oder so? Irgendwie nicht stehe. Also ihr müsst euch wirklich, ihr dürft euch, ne, nicht da irgendwie unterbuttern lassen, sondern sagt, was ihr wollt, immer raus damit. Ich bin und auch aufgeregt, ich stehe gerade mitten im Raum. Das ist ganz wichtig, ja. Ich stehe gerade mitten im Raum und laufe in meinem Kabuffi rum. Ich weiß auch nicht warum. Ich sitze gerade in meinem Kabuffi. Ja, du sitzt noch. Mich hat es ja vom Sitz gerissen. ich mache jetzt mal. Jetzt reicht's. Halt, stopp. Halt, stopp. Also vielen Dank dafür, dass du dabei warst, lieber Nico. Ich wollte fast Markus sagen, aber dann hätte ich ja Krach mit dir gekriegt. Aber du bist doch nicht Andreas von Vorentausch. Ja, ihr. Hier, der ist, darf halt hier, stoppen, ist, hier ist wirklich nichts dreckig, also garantiere ich dir. Ja, nein, aber das war es dann hier von der Aufnahme. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Und vor Weihnachten. Ihr seid auch, denke ich mal, gut beraten, ne, mit Autos und so. Sonst kommst du mir, ich hau euch voll mit Autos. Nur ich sage euch, das ist anstrengend mit dem. Also, ja, Ich mache mit dem jetzt schon seit 3 Stunden. Ich kann nicht mehr. Kann ich verstehen. Ich kann jetzt, mich sollen sie bitte jetzt aus dem Dschungel rausholen. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Bedanke mich dann nochmal bei... hast du schon reicht. Ich habe mich bei dir auch schon... An der Stelle. Und sag einfach tschüss jetzt. Hoffe dann, dass es euch gefallen hat. Sage dann... Warte mal, wie war das? Mal bis zum nächsten Mal. Hier haben sich so viele Leute angesammelt hinterm Auto, weil ich so lange hier am Rand schon stehe. Die denken auch, Mann, wann ist der Alte mal fertig? Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Sage dann... Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss. Wobei, Moment. Wieso? Doch. Genau. Tschüss. Gut, dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und ja, auf. Ist jetzt gut. Jetzt macht er mal einen Punkt. Moment. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.